Hier ist die Alex Rusch Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rusch. Hallo! Sie denken jetzt vielleicht, der Rusch, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nein, ich sehe den Wald, das ist hier der Wald von Seengen. Ich habe mir gedacht, das wäre doch noch eine coole Location für eine Alex Rusch Show. Erstes Thema ist das Thema KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Etwas, was wir alle ständig tun sollten. Unser ganzes Team, auch wir in der Rusch Firmengruppe, wir tun das. Wir hören zu, wir lesen und wir setzen uns Ziele. Wir schreiben Umsetzungspunkte auf, wir halten Ziele-Meetings und so weiter. Wir tun all diese Dinge und dann setzen wir um. Und ich habe jetzt auch gleich eine konkrete Geschichte, die auch wirklich passiert ist im Jahr 2007. Wir bekamen großen Besuch von Erich Le Schön, dem Multimillionär und Bestseller-Autor. Er kam zu uns nach Lenzburg und es gab ein Problem. Er fand den Eingang zum Rouge-Büro nicht. Er hat sich verirrt im Gebäude. Und er war dann ziemlich wütend, er konnte auch seine Wut nicht so richtig gut verbergen. Es war nicht ganz so lustig und wir haben dann gleich eben das als Umsetzungspunkt bei uns aufgeschrieben, dass man uns leichter findet. Und ich zeige jetzt Ihnen genau, wie wir es gemacht haben. Als erstes sehen Sie ein Schild, das hat Lara Müller damals gemacht, grafisch wunderbar. Und dann haben wir aber noch mehr gemacht, nicht nur das Schild, sondern wir haben eigentlich den ganzen Gang beschriftet mit Pfeilen, grafisch schön gemacht. Also wenn man jetzt unten klingelt und wie man dann hochkommt, da kann man schön diesen Gang da verfolgen, diesen ganzen Strich verfolgen. Und ich denke, das ist auch einfach ein gutes Beispiel aus der Praxis für die Praxis, wie man zuhört, wie man sich Umsetzungspunkte aufschreibt und wie man es aber dann auch durchzieht. Durchziehen ist auch das Wichtigste. Und Sie haben sicherlich auch in Ihrer Firma viele Dinge, die Sie jetzt optimieren könnten. Und das ist vielleicht für Sie eine gute kleine Inspiration. Was Sie als nächstes hier sehen auf dem Einspieler, ist etwas in meinem Büro. Nämlich ein Poster von Donald Trump. Und Sie haben ja vielleicht auch schon mal gehört, ich bin ein ziemlicher Fan von Donald Trump. Er ist auch Autor eines Hörbuches im Rusch Verlag, Trump, wie man reich wird. Und es gibt eigentlich drei Gründe, warum er als Vorbild optimal geeignet ist. Punkt Nummer eins. Hoho, wir haben hier recht Flugzeuge sogar im Wald, enorm. Das eben bei einem Land wie die Schweiz, das so dicht besiedelt ist. Also Punkt eins, er ist ein Vorbild als guter Verhandler. Und er ist wirklich extrem gut beim Verhandeln. Und somit wurde er auch vom Millionär zum Milliardär. Punkt zwei. Er ist als Vorbild geeignet für jemanden, der groß denkt. Er denkt wirklich groß. Bei seinen Gebäuden, bei seinen Golfplätzen, bei seinen Projekten. Er denkt immer groß. Und der Punkt 3. Er ist jemand, der Chancen maximal nutzt. Was heißt das? Zum Beispiel seine Sendung The Apprentice. Die meisten Milliardäre hätten abgesagt. Nicht Donald Trump. Er hat zugesagt bei The Apprentice, hat daraus eine riesig erfolgreiche Sendung gemacht und hat es dann noch weitergezogen mit Celebrity Apprentice. Und durch diese Sendung konnte er dann auch das als Sprungbrett benutzen für noch größere Projekte und um seine Gebäude noch wertvoller zu machen. Also ich kann wirklich sagen, man kann viel lernen von Donald Trump. Und ich hoffe auch, dass Sie viel lernen können von Alex Rusch. So als kleiner Side-Kommentar. Und jetzt kommen wir zum Thema Marketing. Sie wissen ja vielleicht, Marketing, Rouge-Marketing wird überall eingesetzt. Von sämtlichen Branchen, von sämtlichen Arten von Firmen. Aber was Sie vielleicht überraschen wird, sogar ein christlicher Verband setzt Rouge-Marketing ein. Und die Chefin dort ist sogar MIM-Mitglied, nämlich Silvia Puchert. Hören Sie mal, was Silvia Puchert zu sagen hat. Ich bin von Beruf Pfarrerin. Und ich leite den Verband Evangelische Frauen in Hessen und Nassau mit Dienstsitz in Darmstadt. Was mich an Alex Rusch begeistert, ist die Motivationskraft, die er ausstrahlt. Und es ist genauso, wie er vermittelt, nämlich, dass das, was im Firmenbereich ist, sehr wohl anwendbar ist auf andere Sparten. Und ich erlebe das auch im kirchlichen Bereich. So kann ich Marketingstrategien auch in meinem Verband einsetzen.
Ich habe das Marketingpaket gekauft und bin auch 18 Monate Anwenderin. Und es macht mir sehr viel Freude, aber es ist natürlich auch harte Arbeit. Auch ich habe eine 70-Stunden-Woche und trotzdem habe ich erlebt, wie ich auch andere anstecken kann mit der Begeisterung, die ich selber von Alex Rouge und seinen Produkten mitnehme. Super, und dann vielleicht noch eine Frage zu heute, zu Alex Rouge live. Jetzt haben wir so zwei Drittel des Tages rum. Was würden Sie sagen, waren für Sie die besten Momente heute oder die stärksten Impulse? Dieser Tag war wieder voll gespickt mit Informationen und guten Tipps. Und für mich ganz persönlich war die Frage nach dem B-Hack heute die große Herausforderung. Was ist das unerreichbar erscheinende Ziel? Und da ist bei mir wie so ein Lämpchen aufgeleuchtet und ich habe für mich dieses Ziel formuliert und ich bin mal gespannt, ob ich das in den nächsten Jahren noch erreichen werde. Wunderbar, jetzt 18 Monate Anwenderin sind Sie auch, Marketing-Erfolgspaket. Was würden Sie sagen, ist aus dem 18-Monate-Paket für Sie so die Essenz oder das Wichtigste? Es sind die vielen kleinen Schritte. Aber auch die großen, die ich zu gehen gelernt habe in diesem 18-Monate-Paket. So ist es zum Beispiel die große Herausforderung, auch dran zu bleiben an Ideen und sich immer wieder zu konzentrieren. Das fällt mir nicht immer ganz leicht. Und auch da ist es so, dass diese Lektionen, die da alle 4 Wochen kommen, mich immer wieder neu motivieren und auf den Punkt zurückbringen. Ich habe einiges erreicht, was das Thema Mitglieder betrifft. Ich leite ja einen Verband und da geht es darum, Mitglieder zu gewinnen. Und auch von den Marketingstrategien konnte ich manches umsetzen. Natürlich, es sind bei mir auch erst 12 Monate verstrichen. Ich habe also noch 6 Monate. Darüber bin ich froh, weil das Programm doch sehr ambitioniert ist. Aber es ist, wie gesagt, die große Kraft der Motivation, die dann auch konzentrieren hilft und am Ball bleiben. Ja, meine Damen und Herren, es ist doch wirklich hochspannend, wie man Strategien einsetzt, wie man Rouge-Strategien vor allem einsetzt, wie man Rouge-Marketing einsetzt und jeder kann es tun. Und vielleicht kam es jetzt ja auch noch mehr auf den Geschmack, vielleicht sind Sie ja noch nicht MIM-Mitglied, dann gehen Sie am besten jetzt mal auf die Website www.mim-coaching-programm.com. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns wie üblich nächsten Montag. Bis dann. Tschüss.